Clublegende Toni Polster hat zum großen Rundumschlag gegen seinen Herzensverein FK Austria Wien ausgeholt. Der 54-Jährige sieht die Ära von Trainer Thomas Letsch abgelaufen und fordert eine Einschränkung der Aufgabenbereiche von FAK-Vorstand Markus Kretschmer. Ein Hoffnungsschimmer bleibt allerdings. In Österreich wird leider zu oft auf Mittelmaß gesetzt. Ende der letzten Saison hat Letsch seine Probezeit absolviert. Die Bilanz war negativ und als Belohnung hat er einen neuen Vertrag bekommen, ärgert sich Polster in seiner Kolumne bei Österreich. Nach 13 Runden belegt die Austria mit 18 Punkten Rang 6 und steht damit aktuell als letztes qualifiziertes Team in der Meistergruppe. Rapid und Sturm folgen mit 2 bzw. 3 Punkten Rückstand auf den Plätzen 7 und 8. Toni Polster, nur mit den Besten an der Spitze hat man Erfolg, für Polster nicht gut genug. Als Austrianer kann ich nur noch den Kopf schütteln. Das Schlimmste ist, ich ärgere mich gar nicht mehr. Doch der Rekordtorschütze der Veilchen hat einen Verbesserungsvorschlag parat, man sollte immer die Besten an die Spitze stellen, nur so hat man Erfolg. Zuerst gehört Markus Kretschmer jede sportliche Entscheidungsgewalt entzogen, alles scheint jedoch noch nicht verloren. Meine Hoffnungen ruhen auf dem neuen Präsidenten. Frank Henzel ist ein Macher, der das Amt sicher nicht nur aus Eitelkeit übernommen hat. Henzel wurde am vergangenen Montag als neuer FAK-Boss gewählt und folgt Wolfgang Kazian, der sein Amt nach 11,5 Jahren aufgab. Die Wiener Austria hielt in einer Stellungnahme gegenüber Spox fest, dass Polster allerdings in keinster Weise einen Rauswurf von Kretschmer fordere.